Moin Leute, was geht? Mein Name ist Ludogamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 Singleplayer heute mal. Und zwar bin ich hier gerade auf der Suche nach einem Labyrinth. Und zwar gibt es in GTA 5 ein Labyrinth, was viele gar nicht wissen, dass es dieses Labyrinth überhaupt gibt, aber es gibt es. Und wir sind heute auf der Suche nach dem Labyrinth. Also, das sind wir schon. Viele wissen es gar nicht, aber es gibt es tatsächlich. Es ist kein Mythos, es ist echt das Labyrinth. Und wir schauen uns das mal an. Vor uns sind ein paar Kaninchen hier hochgehoppelt. Habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen, oder? Ich habe es ganz schnell gesehen. So süße kleine Kaninchen. Das ist das Labyrinth. Da können wir jetzt mal rein. Hey, das sind bestimmt Leute drin. Counter-Strike, Achtung. Capture the flag. Okay. Ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass sie aus diesem Labyrinth wieder rauskommen. Ist nämlich gar nicht mal so leicht. Hä, wie komme ich jetzt hier raus? Ah, hier bin ich. Jo, moin moin. Ja, das ist auf jeden Fall das Labyrinth. Wo ist das Labyrinth? Es befindet sich hier. Exakt hier. So, jetzt gehen wir ganz schnell ins Labyrinth rein, weil die Bullen jetzt kommen. Was bringt das Labyrinth? Es macht einfach Spaß, ganz ehrlich. Geht mal online rein mit euren Freunden. Lockt ein paar Bullen an. Und habt einfach eine Menge, Menge Spaß hier. Nicht so wie ich hier. Wie hat er mich genannt? Leute. Der hat mich gerade irgendwas mit Asshole genannt. Da flippe ich aus. Da muss ich was machen. Da müssen wir etwas machen. Da müssen wir jetzt hin. Komm. Scheiße. Komme ich hier raus? Keine Muni mehr, Digga. Nehmen wir halt die Hand. Hör die Bullen. Wir versuchen jetzt die Bullen aufzuspüren. Kommt mal mit. Kacke, das wird gar nicht mal so leicht. Da verläuft man sich so schnell. Guck mal, die Bullen finden mich auch nicht. Oh, Kacke. Alter, hat der eine Shotgun oder was? Na, dann geht nicht mehr. Ja, das ist auf jeden Fall das Labyrinth. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Also haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal bei Ludogamescom auf der PlayStation 4. Und ciao.